Muss ich dich erst ein bisschen bewegen? Ja, wir haben den Bierbrauer erfunden. Gut. Herr Olga ist hungrig. Olga kann ruhig essen gehen. Ah, ist so. Geht doch. Okay, du baust da die Holzfällerhütte und du bist müde, okay. Die Schäferhütte ist immer noch nicht fertig. Also ja, weißt du, sollte nicht das Problem sein. Oh, Schiff heute ist fertig. Dann überlasse ich dir mal die Ehre, das Zweifamilienhaus zu bauen. Holz gibt es immer noch da unten. Ne, warte, dir überlasse ich die Ehre, die Goldspiele zu bauen. Warum mache ich mir eigentlich einen Kopf? Hier unten wird doch schon zwei Familien. Es stehen doch schon zwei Familienhaus für die Kaserne. Sehe ich gerade. Das heißt, dich brauche ich gar nicht da drüben bauen. Also dann kann ich ruhig hier in der Nähe des Holzfällerzelts bauen. Holz bitte immer noch da unten abholen, nicht in der Tabuzone. Und ja, ich muss dann erstmal gucken, da sehe ich mit ein paar Wikingern hier aufräume, damit wir es sicher haben. Du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist gut. Gut, du holst Holz von da unten.
Du kannst trainiert werden. Ja, um Nahrung müssen wir uns wirklich keine Sorgen machen, denke ich. Ich hoffe mal, wir kriegen die restlichen Gebäude wirklich noch hier hin. Dann. Ja, Speerträger Stufe 1. Hat der Feind? So, Schuster ist fertig. Kann jetzt also Schäfern. Ja, Weizen. Du brauchst noch ein Holz. Ja, dadurch, dass ich gezwungen bin, alles so kompakt zu bauen, allein schon, weil ich durch diese Berge hier eingegrenzt bin und der Gegner ziemlich nah bei uns ist, kann ich die Transportwege nicht effektiv handhaben. Deswegen ist zum Beispiel unsere Schäferhütte da oben und das Haus vom Jäger ist hier. Aber ja, zum Glück muss er nicht ewig lange als Schäfer und Weber arbeiten. Du bist erwachsen. Das heißt, du bist auch bald erwachsen und kannst Druide werden. Oh ja, und da du genug Holz jetzt hier gesammelt hast, arbeitest du mal bitte wieder hier. Und dein Einzugsbereich ist hier. Trant ist erwachsen. Trant wird unser Druide. Das heißt, es fehlt nur noch Otkel. Der braucht aber noch ein bisschen. Und sein Holzfällerzelt braucht eh auch noch ein bisschen. Ja, das andere Problem ist noch, den Tempel irgendwo unterzubringen. Farmer. Also ja, dadurch, dass ich unsere Goldkolonie, also nachher Gold und Militär selber mit Nahrung versorgt durch den Obstbauer, müssen wir uns darum wenigstens keine Gedanken machen. So, du heiratest.
Dann wirst du Pilzesammler. Sammelst bitte erstmal hier unten Pilze. Und ziehst da ein. So, die schicke ich mal dahin, dass du das Lederfetzelnchen da aufsammelst. Du holst dir Lehm irgendwo aus der Pampa. Und das letzte Holz solltest du, das Holz, was du noch benötigst, solltest du hier kriegen. Na gut. Hey, unser Pilz haben wir sammelt Pilze. Du bist erwachsen, du bist Holzfäller. Mal hier oben ist Holz satt. Also mehr als genug Holz für dich. Um hier dann alles am Laufen zu halten. Holzfäller. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Muss ich dir auch noch ja, Werkzeugschreiner beibringen. Ja, er hat sich das Leder genommen, um das Holz für das Zelt fertig zu bauen. Der holt sich jetzt hier Holz. So, dann nochmal in die Schule, damit du... Werkzeugschreiner lernen kannst. Mir gerade so einfällt, die perfekte Challenge für das Spiel, da würde eine Partie Ewigkeiten dauern, ist nur mit den Wikingern, mit denen man startet, eine Mission zu schaffen. Das heißt, man müsste die ganze Zeit die Leute ummanagen. So, Holzfäller. Du ziehst auch da ein. Dein Holzfällerzelt ist ja auch bald fertig. Da werden als nächstes Zweifamilienhaus und Ding gebaut. Ja, du kannst da schon mal das Grundgerüst bauen von mir aus. Ja. Aber danach arbeitest du hier dran. Ja, yeah, Schäfer wurde erfunden. Dann machen wir noch 8. So, Möbelwerkstatt.
Du bist müde, das ist okay. So,